Die sieben Raben von Ludwig Bechstein. Wie in der Welt gar viele wunderliche Dinge geschehen, so trug sich auch einmal zu, dass eine arme Frau sieben Knäblein auf einmal gebar. Und diese lebten alle und gediehen alle. Nach etlichen Jahren bekam sie auch noch ein Töchterchen. Ihr Mann war gar fleißig und tüchtig in seiner Arbeit, deshalb ihn auch die Leute, welche Handarbeiter bedurften, gerne in Dienst nahm, wodurch er nicht nur seine zahlreiche Familie auf ehrliche Weise ernähren konnte, sondern so viel erwarb, dass auch noch bei genauer Einrichtung seine brave Hausfrau einen Notpfennig zurücklegen konnte. Doch dieser treue Vater starb in seinen besten Jahren und die arme Witwe geriet bald in Not, denn sie konnte nicht so viel erschaffen, um ihre acht Kinder zu ernähren und zu kleiden. Dazu wurden die sieben Knaben immer größer und brauchten immer mehr und wurden aber auch zur größten Betrübnis ihrer Mutter immer unartiger. Ja, sie wurden sogar wild und böse. Die arme Frau vermochte kaum noch zu ertragen, was sie alles bekümmerte und drückte. Sie wollte doch ihre Kinder gut und fromm erziehen und ihre Strenge und ihre Milde fruchtete nichts. Der Knaben Herzen waren und blieben verstockt. Darum sprach sie eines Tages, als ihre Geduld doch zu Ende gegangen war: »O, ihr bösen Rabenjungen, ich wollte, ihr wäret sieben schwarze Raben und flöget fort, dass ich euch nimmer wiedersähe.« Und alsbald wurden sie sieben Knaben zu Rabenvögeln, fuhren zum Fenster hinaus und verschwanden. Nun lebte die Mutter mit ihrem einzigen Töchterlein recht stille und zufrieden. Sie verdienten sich mehr noch, als sie brauchten. Und die Tochter wurde ein hübsches, gutes und sittsames Mädchen. Doch nach etlichen Jahren bekamen beide, Mutter und Tochter, gar herzliche Sehnsucht nach den sieben Brüdern. Sie sprachen oft von ihnen und weinten, wenn doch die Brüder wieder kämen und brave Burschen wären. Wie könnten wir durch unsere Arbeit uns so gut stehen und untereinander so viele Freude haben? Und weil die Sehnsucht nach ihren Brüdern im Herzen des Mägdleins immer heftiger wurde, sprach sie einst zur Mutter: »Liebe Mutter, lass mich fortwandern und die Brüder aufsuchen, dass ich sie umlenke von ihrem bösen Wesen und sie dir zuführe, zur Ehre und Freude deines Alters.« Die Mutter antwortete: »Du gute Tochter, ich kann und will dich nicht abhalten, diese fromme Tat zu vollführen. Wandere fort und Gott geleite dich.« Gab ihr darauf ein kleines goldenes Ringlein, das sie schon als kleines Kind am Finger getragen, wie die Brüder in Raben verwandelt wurden. Da machte sich das Mädchen sogleich auf und wanderte fort, gar weit, weit fort, und fand lange keine Spur von ihren Brüdern. Aber einmal kam sie an einen sehr hohen Berg, auf dessen Höhe ein kleines Häuschen stand. Da hatte sie sich drunter niedergesetzt, um auszuruhen, und blickte sinnend immer hinaus nach dem Häuschen. Dasselbe kam ihr bald vor wie ein Vogelnest, denn es sah grau aus, als ob es von Steinchen und Kot zusammengefügt wäre. Bald kam es ihr vor wie eine menschliche Wohnung. Sie dachte, ob nicht da droben deine Brüder wohnen? Und als sie endlich sieben schwarze Raben aus dem Häuschen fliegen sah, bestätigte sich ihre Vermutung noch mehr. Sie machte sich freudig auf, um den Berg zu ersteigen, doch der Weg, der hinaufführte, war mit so seltsamen, spiegelglatten Steinen gepflastert, dass sie allemal, wenn sie mit großer Mühe eine Strecke hinan war, ausglitt und wieder herunterfiel. Da wurde sie betrübt und wusste nicht, was sie nur hinaufkommen könnte. Da sah sie eine schöne weiße Gans und dachte, wenn ich nur deine Flügel hätte, so wollte ich bald droben sein. Dann dachte sie wieder, kann ich mir ihre Flügel denn nicht abschneiden? Ei, dann wäre mir ja geholfen. Und sie fing rasch die schöne Gans, schnitt ihr die Flügel ab und auch die Beine und nähte sich dieselben an. Und siehe, wie sie das Fliegen probierte, ging es so schön, so leicht und gut. Und wenn sie müde war vom Fliegen, lief sie ein wenig mit den Gänsefüßen und glitt nicht einmal wieder aus. So kam sie schnell und gut an das lang ersehnte Ziel. Droben ging sie hinein in das Häuschen, doch war es sehr klein. Drinnen standen sieben winzig kleine Tischchen, sieben Stühlchen, sieben Bettchen und in der Stube waren auch sieben Fensterchen. Und in dem Ofen standen sieben Schüsselchen, darauf lagen gebratene Vögelchen und gesottene Vogeleier. Die gute Schwester war von der weiten Reise müde geworden und freute sich nun, einmal ordentlich ausruhen zu können. Auch fühlte sie Hunger. Da nahm sie die sieben Schüsselchen aus dem Ofen und aß von einem jeden ein wenig und setzte sich auf jedes Stühlchen ein wenig und legte sich in jedes Bettchen ein wenig und in dem letzten Bettchen schlief sie ein und blieb darin liegen, bis die sieben Brüder zurückkamen.
Diese flogen durch die 7 Fenster herein in die Stube, nahmen ihre Schüsseln aus dem Ofen und wollten essen, merkten aber, dass schon davon gegessen war. Und nun wollten sie sich schlafen legen und fanden ihre Bettchen verdrückt, und einer der Brüder tat einen lauten Schrei und sprach: »Oh, was liegt für ein schönes Mägdlein in meinem Bett?« Die anderen Brüder liefen schnell herbei und sahen erstaunt das schlafende Mädchen liegen. Da sprach einer um den anderen: »Wenn es doch unser Schwesterchen wäre!« Und wieder rief einer um den anderen voll Freude: »Ja, das ist unser Schwesterchen, ja, das ist es. Solche Haare hat es und solch ein Mündlein hat es und solch ein Ringlein trug es damals an seinem größten Finger, wie es jetzt am kleinsten eins trägt.« Und sie jauchzten alle und küssten das Schwesterchen alle, aber dieses schlief so fest, dass es lange nicht erwachte. Endlich schlug das Mädchen ihr Äuglein auf und sah die 7 schwarzen Brüder um ihr Bett sitzen. Da sagte sie: »Oh, seid herzlich gegrüßt, meine lieben Brüder. Gott sei gedankt, dass ich euch endlich gefunden habe. Ich habe euretwegen eine lange, mühevolle Reise gemacht, um euch wieder aus eurer Verbannung zurückzuholen. Wenn ihr nämlich einen besseren Sinn in euren Herzen gefasst habt, dass ihr eure gute Mutter nie mehr kränken und ärgern wollt, dass ihr fleißig mit uns arbeitet und die Ehre und Freude eurer alten, treuen Mutter werden wollt.« Während dieser Rede hatten die Brüder bitterlich geweint und sprachen nun: »Ja, herzige Schwester, wir wollen gut sein und nie wieder die Mutter beleidigen. Ach, als Raben haben wir ein elendiges Leben, und ehe wir uns dieses Häuschen erbaut, sind wir oft vor Hunger und Elend bald umgekommen. Dazu kam die Reue, die uns Tag und Nacht folterte, denn wir mussten die Leichname von den armen gerichteten Sündern fressen und wurden dadurch stets an des Sünders schauerliches Ende erinnert.« Die Schwester weinte Freudentränen, dass ihre Brüder sich bekehrt hatten und so voll frommen Sinnes sprachen. »Oh«, rief sie aus, »nun ist alles gut, wenn ihr nach Hause kommt und die Mutter vernimmt, dass ihr besser geworden seid, wird sie euch herzlich verzeihen und euch wieder zu Menschen machen.« Als nun die Brüder mit dem Schwesterchen heimreisen wollten, sprachen sie erst, indem sie ein hölzernes Kästlein öffneten: »Liebe Schwester, nimm hier diese schönen goldenen Ringe und blitzernden Steinchen, die wir draußen so nach und nach fanden, in dein Schürzchen und trage es mit nach Hause, denn dadurch können wir als Menschen reich werden. Als Raben trugen wir sie nur um des ganz schönen Glanzes willen zusammen.« Das Schwesterchen tat so, wie die Brüder wollten, und hatte selbst Freude an dem schönen Schmuck. Auf der Heimreise trugen die Rabenbrüder einer um den anderen das Schwesterchen auf ihren Flügeln, bis sie an die Wohnung ihrer Mutter kamen. Da flogen sie zum Fenster hinein und baten ihre Mutter um Verzeihung und gelobten fortan, stets gute Kinder zu sein. Auch die Schwester half bitten und flehen, und die Mutter war voll Freude und Liebe und verzieh ihren 7 Söhnen. Da wurden sie wieder Menschen und gar schöne, blühende Jünglinge, einer so groß und so anmutvoll wie der andere. Dankend herzten und küssten sie die gute Mutter und die liebevolle Schwester. Um alle 7 Brüder sich junge, sittsame Frauen, bauten sich ein großes, schönes Haus, denn sie hatten für ihre Kleinodien sehr vieles Geld bekommen. Und des neuen Hauses erste Weihe war der Brüder 7-fache Hochzeit. Dann nahm auch die Schwester einen braven Mann, musste aber auf der Brüder flehen und bitten, bei ihnen wohnen bleiben. So hatte die gute Mutter noch viel Freude an ihren Kindern und wurde von denselben bisschen in ihr spätes Alter liebevoll gepflegt und kindlich verehrt. Mein Name ist Anke und ich bin Torhüter beim Liverpool FC und ich sitze gerade bei meinen Eltern im Arbeitszimmer. Ich hoffe, euch hat dieses Märchen Spaß gemacht. Ich denke, ich fühle mich auf dem Fußballplatz wohler, aber ich hoffe, ihr habt alle der Geschichte gerne zugehört.